Hallo, mein Name ist Kai Holstein, ich bin Geschäftsführer des E-Bike Store in Hamburg. Ich erzähle Ihnen heute ein bisschen was über die drei wichtigsten Antriebsarten von Elektrofahrrädern. Als erstes den wichtigsten Motor heutzutage, der sogenannte Mittelmotor oder Tretlagermotor. Hier haben wir ein Beispiel von Bosch. Der Motor ist im Tretlager integriert. Die Kraft wird in diesem Fall über das obere Kettenblatt in die Kette übertragen. Das ist auch gleich die Schwachstelle, nämlich der Verschleiß in der Kette und in den Kettenritzeln vorne und hinten ist bei Elektrofahrrädern mit Tretlagermotoren relativ hoch. Sie müssen damit rechnen, dass Sie alle 2.500 bis 3.000 Kilometern zumindest eine neue Kette brauchen, wahrscheinlich auch ein neues Zahnritzel vorne und in dem Fall eine Kassette, die nach ungefähr 3.000 Kilometern gewechselt wird, einfach weil der Verschleiß hier sehr, sehr stark ist. Der Tretlagermotor hat in der Regel 250 Watt und überträgt die Kraft in die Kette. Das ist eine sehr angenehme Unterstützung des Motors, weil die Kraft 1:1 beim Treten übertragen wird. Das fühlt sich an, als sei es Ihre eigene Kraft, die Sie in den Antrieb geben. Sie haben die Chance natürlich, oben im Display die Kraft des Motors einzustellen. In der Regel in drei Stufen, schwach, mittel und stark. Zusätzlich zu Ihrer eigenen Tretkraft wird dann die Kraft des Motors dazuzugeben. Die Kraft des Motors wird gemessen an der Sensorik dieses Rades, in dem Fall bei Bosch sind es drei Sensoren, die die Kraft messen und Ihnen die Motorkraft zusätzlich zu Ihrer eigenen Kraft ins System geben. Als nächstes zeige ich den Heckmotor. Der Heckmotor wird heute hauptsächlich in Räder eingebaut, die ein bisschen schneller oder dynamischer sein sollen. In diesem Fall haben wir einen 500 Watt Heckmotor, der hier das Stromerrad antreibt. Der Heckmotor mit 500 Watt bedeutet, dass das Rad relativ schnell ist, über 25 km/h schnell. Aber es gibt auch kleinere Heckmotoren mit 250 Watt, die bei den normalen 25 km/h Elektrofahrrädern eingebaut sind. Der Vorteil ist, dass diese Räder ein bisschen dynamischer sind, meistens einen höheren Drehmoment haben. Der Nachteil bei den Heckmotoren ist, dass die Heckmotoren in der Regel etwas mehr Energie verbrauchen und das Gewicht des Motors hinten im Hinterrad sitzt. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier einen Platten, dann bauen Sie sozusagen mit dem Hinterrad auch gleichzeitig den Motor aus, um Ihren Schlauch zu flicken. Heißt nicht, dass Sie zusätzliches Werkzeug brauchen, aber in der Regel ist das Ganze einfach ein bisschen schwerer und unhandlicher für Sie. Das ist der eigentliche Nachteil der Heckmotoren. Heckmotoren werden nur zu ca. 10% im Moment in Elektrofahrräder eingebaut. Die meisten Fahrräder haben, wie gesagt, den Tretlagerantrieb. Das Riso Müller Avenue ist mit einem Frontmotor ausgerüstet, eines der wenigen Fahrräder, die immer noch mit Frontmotoren heute fahren. Frontmotoren sind einfach an den Rädern nachzurüsten, haben aber immer den Vorteil, dass es eine Rücktrittbremse gibt. Das Rad mit dem Frontmotor fährt relativ gutmütig. Der Frontmotor lässt sich nicht mit allzu vielen Sensoren steuern. Das Gewicht liegt in dem Fall auf dem Vorderrad und wichtig ist beim Fahren, das ist vielleicht ein Nachteil, aber man kann das selbstverständlich berücksichtigen, beim Fahren muss Gewicht aufs Vorderrad gebracht werden. Das heißt, für zierliche Damen, die nicht genügend Gewicht aufs Vorderrad bringen, sind diese Räder nicht unbedingt geeignet. Als Fazit kann man sagen, dass es wichtig ist, dass Sie bei Ihrem Fachhändler unterschiedliche Motoren ausprobieren und fahren. Die meisten Kunden, das kann man jetzt heute sagen, entscheiden sich für die Tretlagermotoren von Bosch oder von Panasonic. Da gibt es sehr gute Auswahl, auch mit unterschiedlichen Akkugrößen. Aber testen Sie, probieren Sie die Räder aus und stellen Sie für sich fest, mit welchem Motor Sie am besten zurechtkommen. Die meisten Kunden nehmen den Tretlagermotor, weil dort die Kraft am besten und am direktesten auf die Kette übertragen wird. Jetzt anschauen, weitere Videos zu aktuellen E-Bikes, außerdem Videos mit wertvollen Tipps rund ums E-Bike. Alle E-Bikes finden Sie natürlich auf unserer Website e-bikestore.de.